Hey, hier ist Aria vom Player Support. Wenn dir deine Internetverbindung langsam vorkommt, dann liegt das vielleicht an hoher Pufferung von Datenpaketen. Ein Paket ist ein Datenblock, der von deinem Provider verschickt und empfangen werden soll. Wenn man zum Beispiel W drückt, um dunkle Materie gegen Timo einzusetzen, schickt man ein Paket an den Riot-Server, das sagt: Aufs Maul, Timo! Man kann aber nur eine bestimmte Anzahl von Paketen gleichzeitig über den Provider verschicken, bevor die Pakete gepuffert werden, wodurch dann Lecks entstehen. Quasi wie beim Stau auf der Autobahn. Um das Puffern von Datenpaketen zu verhindern, solltest du beim Spielen von League of Legends alle unnötigen Programme schließen, die die Internetverbindung belasten. Zum Beispiel Video- und Musikstreaming-Dienste sowie Peer-to-Peer-Transferprogramme. Außerdem könnten Programme mit automatischen Updates wie Antivirensoftware, iTunes und Steam ohne Benachrichtigung im Hintergrund Downloads durchführen. Das sollte man im Auge behalten. Kommunikationsprogramme wie Skype, Ventrilo und TeamSpeak sind wichtig, um sich mit den Mitbeschwörern abzusprechen. Sie können aber auch zur Pufferung von Datenpaketen auf deinem Computer beitragen. Du kannst außerdem bei League of Legends Änderungen vornehmen, die das Problem mindern können. Öffne den Patcher, klicke auf Einstellungen, das Zahnradsymbol oben rechts, deaktiviere dort Peer-to-Peer-Transfers. Seit Patch 4.18 nutzt League of Legends den Pando Media Booster nicht mehr. Ein Programm, das den Spielern früher beim Download von Updates geholfen hat. Sollte das Programm immer noch auf deinem Computer vorhanden sein, deinstalliere es bitte sofort. Jetzt solltest du dich bestens mit Pufferung von Datenpaketen auskennen. Solltest du weiterhin Probleme haben, sieh dir die anderen Videos zu Verbindungsproblemen an und besuche support.riotgames.com.